Gerade hatte sie Premiere. Der neue Star der ZDF-Serien Traumschiff und Kreuzfahrt ins Glück. Das neue Traumschiff, die MS Amadea. Wir zeigen Ihnen exklusiv jeden interessanten Winkel des neuen Schiffs und stellen Ihnen die Menschen vor, die auf dem Luxusdampfer arbeiten. Und wie hat sich das Filmteam eingelebt auf dem neuen Schiff? Wir sind bei den Dreharbeiten an Bord dabei. Zum Beispiel bei der größten und schönsten Szene von Kreuzfahrt ins Glück, der romantischen Hochzeit. Außerdem zeigen wir Ihnen die spannenden Dreharbeiten in Macau. Die Halbinsel nahe Hongkong ist das Las Vegas Asiens. Eine spektakuläre Kulisse, nicht nur für Harald Schmidt und Heide Keller. Liebe Zuschauer, darf ich Sie wieder mal einladen zu einem Traumschiff-Spezial? Herzlich willkommen an Bord der MS Amadea, unserem neuen Traumschiff. Die MS Amadea geht als fünftes Schiff in die Seriengeschichte ein. 11 Decks, schneeweiß, 193 Meter lang. In der Serie ist das Schiff nie nur Kulisse, sondern spielt auch eine heimliche Hauptrolle. Die Traumschiff-Crew ist jedenfalls von ihrem neuen Zuhause begeistert. Das Betreten des Schiffes fühlte sich an wie Traumschiff 3.0, sagen wir immer. Es hat eine ganz andere Form. Es finde ich eine schnittigere Form. Also die MS Deutschland war so ein bisschen majestätisch und so. Und das ist so elegant. Ich glaube, wir können hier sehr gut drehen. Das hat weitere Flächen. Also man kann andere Einstellungen drehen. Wir lieben es und es ist vielleicht, jetzt kann man sich auch sagen, nicht ganz so steif wie die MS Deutschland. Bevor die MS Amadea das neue Traumschiff wurde, gab es ein großes Drama um das Vorgängerschiff. 16 Jahre fuhr das Filmteam auf der MS Deutschland. Das Schiff musste Insolvenz anmelden. Keiner wusste, wie es mit den Dreharbeiten weitergehen sollte. Monatelang war nicht klar, ob das Schiff wieder fahren würde. Ja, da waren wir natürlich so alle am Ticker. Also jede Information, die da irgendwie über Nachrichtensender oder über Internet kam, haben wir natürlich mitverfolgt. Es war zähneknirschend und sehr spannend. Das war ja Spitze auf Knopf. Das war ja, die haben auf einmal gesagt, nein, nein, bleibt noch da, wir machen das, wir können das, wir schaffen das. Sie haben es nicht geschafft. Hätten wir wirklich gewartet und denen geglaubt, dann würden wir heute mit Ruderbooten irgendwo rumfahren. Ja, da gab es ein einziges Chaos. Keiner wusste was. Und dann gab es auch mal einen Punkt, wo es dann hieß, okay, dann machen wir erstmal Dreharbeiten, alles an Land. Und dann wurde es die Amadea, blitzschnelle Entscheidung. Und dann waren wir alle sehr froh, dass es wieder ein Schiff gab. Die MS Amadea lief 1991 als Azuka vom Stapel und war 15 Jahre lang eines der beliebtesten Kreuzfahrtschiffe Japans. Seit 2006 fährt sie unter ihrem jetzigen Namen für einen deutschen Reiseveranstalter. Maximal 600 Passagiere passen an Bord. Dazu kommen noch ca. 250 Mann Besatzung. Das ist klein. Kreuzfahrtschiffe für ungefähr 3000 Passagiere sind eher der Standard. Klein, aber fein, hat durchaus Vorteile. Da bin ich der Meinung von unserem Boss Wolfgang Rademann, dass auf kleinen Schiffen noch der Charakter einer Kreuzfahrt besser hergestellt werden, also übertragen werden kann. Die Vorteile sind einfach, dass man engeren Kontakt hat zur Besatzung, zum Kapitän, zu den Gästen vor allen Dingen. Und das Schiff heimeliger wirkt. Wir haben kürzere Wege. Bei den großen Schiffen sind ja auch, sagen wir, bis zu 3000 Leuten. Also das wäre ja ein Chaos. Die gucken ja dann alle zu. Hier sagt man guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Nach 600 Mal ist man durch. Dort müsste man es ja dann 3000 Mal machen und dann ist der Tag auch vorbei. Der erste Dreh für das Filmteam ist heute vor dem Schiff. Die Begrüßung ist die erste Szene jeder Folge und ziemlich wichtig. Die Charaktere und ihre Probleme werden angerissen. Der Zuschauer soll sich schon zu Beginn einer neuen Folge entscheiden, dran zu bleiben. Okay, gut. Dass natürlich jeder Schauspieler, die jetzt ankommen, so gezeigt werden, dass man sie in Erinnerung hat, dass sie auch schon ihre kleinen Charaktere, die sie dann die ganze Zeit ja begleiten, vorne gleich mal zu zeigen. So wie die Kleine, die auf einmal, wenn sie die Brille absetzt, halb blind ist und dadurch hinfällt. Maike von Bremen spielt den Problemfall. Gefühlte 100 Dioptrien, massive Sehschwäche und ständig steht was im Weg.
Das bedeutet, ich laufe blind über Bord, bin für die Slapsticks verantwortlich, laufe in alles rein, was nicht bei drei auf dem Baum ist, neige auch dazu, gerne mal fast ins Wasser zu fallen und ich habe eigentlich eine sehr lustige Rolle. Ganz genau hingeschaut wird an Bord. Hoteldirektor Holger Winkler macht mit der Hausdame der MS Amadea den Kabinencheck. Probieren Sie es gerne mal zu Hause. Mit Taschenlampe sieht man wirklich jeden Krümel. Der 50-Jährige arbeitet schon 10 Jahre auf der Amadea als Hoteldirektor. Zu meinem Aufgabengebiet gehört die Rezeption, der Einkauf der ganzen Lebensmittel, der Getränke, die gesamte Küche, die gesamten Bars, die Restaurants und das gesamte Housekeeping an Bord. Also sprich für 320 Kabinen die volle Verantwortung. Die Kreuzfahrt geht los. Bei Kapitän Flor und seiner Crew volle Konzentration beim Ablegemanöver. Der Kapitän fährt schon seit 45 Jahren zur See. Dieser Mann hat mehr Wasser statt Blut in den Adern. Also ich wusste schon immer, dass ich mal auf dem Schiff arbeiten wollte. Da war ich noch relativ klein. Da weiß man natürlich noch nicht genau, wie das so alles ist und was es da so alles gibt. Ja, an dem Job mag ich natürlich, dass man viele, viele Dinge in diesem Büro vereint. Ja, also man kommt zum einen natürlich in der Welt rum, man sieht viel, man lernt viel kennen, man lernt jeden Tag was Neues. Nur faul im Stuhl sitzen reicht den Kreuzfahrtgästen natürlich nicht. Auf der Amadea gibt es massig Unterhaltung. Du hast schon bessere gemacht. Zum Beispiel ganz oben auf dem Schiff ein paar Golfbälle ins Meer schlagen. Wir haben eine Driving Range an Bord hier. Das hat man ganz selten auf dem Kreuzfahrtschiff. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Reling zu öffnen. Und wir haben spezielle Bälle, die aus Fischfutter gepresst sind. Und die kann man hier ins Meer abschlagen, was die Erika hier schon wunderbar demonstriert hat. Und ist natürlich für die Golfer ist es eine schöne Spielerei, ein netter Gag. Und macht natürlich Spaß. Sportlich geht es auch hierzu. In der Atlantic Show Lounge probt das Amadea Show Ensemble für die Vorstellung heute Abend. Die 10 Tänzer und Sänger aus aller Welt präsentieren eine Zirkusshow mit Burlesque-Elementen. Das heißt, es fallen die Hüllen. Leitung der Show hat Max Messler. Auf einem Kreuzfahrtschiff ist sein Job stressiger als an Land. An Land probt man normalerweise für eine Show 6 bis 8 Wochen. Hier ist es dann eher 4 Wochen für 12 Shows. Und dann ist es auch so, dass wir natürlich hier das Theater nicht rund um die Uhr zur Verfügung haben. Es wird auch für andere Zwecke benutzt. Also es ist schon ein ganz anderes Feeling, als wenn man im Theater arbeitet. Aber es ist natürlich auch eine schöne Atmosphäre. Bei den Dreharbeiten wird's frostig. Das Wetter sieht zwar gut aus, aber es hat so sehr abgekühlt, dass die Schauspieler beim Außendreh warm eingepackt werden müssen. Wir gehen auf Anfang, bitte. Und dann spielt sich auch noch der Wind auf und dekoriert alles um. Gefühlte minus 10 Grad. Aber die Garderobe macht einen tollen Job. Wir kriegen immer irgendwelche Wärmepads unter die Füße gelegt oder irgendwelche Sachen in die Hand. Da fühlt man sich dann schon ganz gut aufgehoben. Wie immer sind viele Kreuzfahrtpassagiere neugierig und am Set dabei. Mit den Passagieren, das geht so, ne? Ja. Wunderbar. Die Leute sind nett, sie sprechen einen an, sie stellen ein Loch im Bauch und dann füllen wir das Loch wieder mit dem, was wir hier essen. Ja, ab und zu geben wir mal den Clown und erzählen ein bisschen Blödsinn. Super. Das mache ich, ja, das übernehme ich. Du bist gesittet, ich weiß. Ja, ist ja gut. Bei der nächsten Szene hat das Wetter nun endlich keine Lust mehr. Gut, dass der nächste Drehort innen ist. Auf der Brücke hat Sascha Hehn als Kapitän Burger für die nächste Stunde das Sagen. Der Kapitän macht eine Durchsage. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht der Kapitän. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, haben wir den Hafen bereits verlassen. Sascha Hehn ist mit dem neuen Schiff, quasi seinem neuen Zuhause, zufrieden. Zum Drehen jetzt für uns ist sie wesentlich größer als die Deutschland natürlich. Also dadurch auch bildlich wahrscheinlich besser zu verwerten in verschiedenen Bereichen. Was wir natürlich vermissen, ist der Gelsenkirchener Barock, sprich Messing und dieses Schöne, was bei alten Schiffen da ist. Weil es ist japanisch gebaut worden, also funktionabel.
Aber es erfüllt seinen Zweck und es ist ja an manchen Stellen sogar richtig gemütlich. Leider muss der Dreh unterbrochen werden, denn es gibt eine echte Durchsage. Hier draußen, ja, wie sieht das aus? Doch überwiegend bewölkt und es dröppelt mal wieder ein bisschen. Also nichts anderes als flüssiger Sonnenschein, den wir heute haben. Christian Rippel ist Meister der positiven Wortspiele. Der 47-Jährige ist Kreuzfahrtdirektor, der Chef an Bord, aber auch das Mädchen für alles. Heute hilft er den Passagieren beim Umsteigen. Denn trotz Wind und Regen machen die einen Ausflug. Christian Rippel sorgt für festen Halt und gute Stimmung. So, tschüss. War schön mit Ihnen. Das sieht zwar schon ein bisschen spektakulär aus, aber es sind ja genügend helfende Hände. Und ich lasse es mir auch nicht selber nehmen, selber nämlich genau dort unten zu stehen und dem Gast eben zu helfen in den Einstieg der Tenderboote, was manchmal bewegt ist, ja, wenn wir so einen Schwell haben. Aber solange es einigermaßen, sagen wir mal, grenzwertig ist, dass es funktioniert, machen wir das, weil die Gäste wollen natürlich auch an Land. In der nächsten Szene im Restaurant Vier Jahreszeiten hat auch die Brillenschlange wieder einen tapsigen Auftritt. Es kommt auf dem Weg zum Tisch zu einem kleinen Unfall. Die Szene wird in viele kleine Schnipsel aufgeteilt. Das ist wichtig, wenn es komisch wirken soll. Das ist comedy-mäßig und deswegen, nichts ist schlimmer als schlechtes Timing. Dann sollte man es lieber lassen. Und so kann man das genau schneiden, weil man alles extra hat. Versteckt zwischen den Statisten ein Bekannter, Hoteldirektor Holger Winkler. Reiner Zufall. Ich wurde angesprochen vom ZDF und mache das natürlich gerne. Macht Spaß. Der Hoteldirektor ist nicht der einzige der Amadea-Crew, der hier im Bild ist. Chefkoch Friedrich Meyer hat sich sogar eine Sprechrolle geangelt. Ja, ich habe einfach mal angefragt, ob ich auch ein bisschen mitspielen darf. Und die haben ja gesagt. Und dann habe ich sogar eine Rolle mit Text bekommen. Das ist eigentlich sein Reich. Wir dürfen mit in die Kombüse, obwohl Großküche der passendere Name wäre. 58 Leute arbeiten hier, davon 30 Köche. Der 43-Jährige aus Bayern schmeißt den Laden. Die ganze Küchenkontrolle, was an Essen rausgeht, von morgens, mittags, abends, nachmittags, ist alles unter meine Verantwortung. Natürlich auch die Köche, vom Bestellwesen, das unsere Kosten auch eingehalten werden und so. Und ja, eigentlich das alles, was mit Küche zu tun hat, dafür bin ich verantwortlich. Fritz verbraucht täglich 200 Kilo Fleisch, 1400 Eier und bis zu 5 Kilo Kräuter. Damit zaubert seine Crew 6.000 bis 7.000 Gerichte am Tag. Und wer hätte es gedacht, als Chefkoch ist man mehr Chef als Koch. One chicken, four fish and two lamb. So, Essen tue ich immer noch ganz gerne und kochen, klar, während der Arbeitszeit nicht mehr so, aber zu Hause dann, da kocht dann nur ich, freut sich natürlich meine Frau darüber und was dann gekocht wird, das bestimmt meistens auch immer sie. Essen ist eines der wichtigsten Dinge bei Kreuzfahrten. Auf der MS Amadea gibt es zwei Restaurants, das Amadea-Restaurant und das Vier Jahreszeiten. Beim Show-Ensemble der Amadea steigt die Nervosität. Kurz bevor die große Show beginnt, herrscht in der Garderobe Konzentration. Backstage werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Die letzten Minuten vor der Show sind eigentlich, man wärmt sich nochmal auf, einsingen, eintanzen, die letzten Kostüme nochmal alles durchchecken, dass alles richtig präpariert ist, weil die Kostümwechsel natürlich dann auch funktionieren müssen. Wir haben teilweise 20 bis 30 Sekunden Zeit nur für so einen Kostümwechsel. Das heißt, es muss alles genau sitzen, damit man in das richtige Kostüm steigt im richtigen Moment. Ich glaube, so einmal so 5 Minuten vor der Show, dann kommt doch jeden Abend einmal das Adrenalin hoch. Sind die Ladies dann aufgeregt? An die Ladies? Ein bisschen schon. Von der Aufregung spürt man als Zuschauer nichts mehr. Jeden Abend ist auf der Amadea-Showbühne Programm.
Und auch er hat jetzt einen Auftritt. Es ist Galaabend. Kreuzfahrtdirektor Christian Rippel ist auf dem Weg zum Treppenhaus-Cocktail. Hier treffen sich die Passagiere auf ein Gläschen. Schick aufgerüschte Damen und Herren im angeregten Plausch. Während die Amadea ihrer nächsten traumhaften Destination entgegensteuert. In dieser Traumschiff-Folge geht die Reise nach Macau. Eine Gegend, die aussieht, als hätte man Lissabon und China in einen Mixer gesteckt. Gut 60 Kilometer westlich von Hongkong liegt diese Sonderverwaltungszone Chinas. Besonders nachts zeigt sich, warum Macau auch Las Vegas Asiens heißt. Macau ist die Zockerhauptstadt Chinas. Die Einnahmen durch Glücksspiel liegen jährlich bei mehr als 30 Milliarden Euro. Sechsmal so viel wie in Las Vegas. Über 30 Millionen Touristen kommen im Jahr. Bis 1999 war Macau portugiesische Kolonie. Dies kann man unter anderem in der historischen Innenstadt sehen. Die Ruinen der Pauluskirche sind noch heute das Wahrzeichen Macaus. Grund für das Traumschiff-Team, hier zu drehen. And action! Nein, ich nehme die Tasche auf. Die Szene. Oskar Schifferle glaubt, dass Beatrice die Handtasche geraubt wird. Der Drehort ist sehr belebt. Zwischen all den Statisten und den echten Touristen bahnt sich Harald Schmidt seinen Weg. Harald Schmidt ist nach dreijähriger Pause wieder als Kreuzfahrtdirektor mit dabei. Und es klingt ein bisschen so, als hätte er das Traumschiff vermisst. Der Mann wollte mir bloß die Tasche verkaufen. Ich hatte eigentlich gar nicht das Gefühl, dass ich weg war, weil ich es ja immer mir angeschaut habe und in Kontakt auch mit Wolfgang Rademann und den Kollegen war. Also ist ganz merkwürdig. Und ich habe auch immer verfolgt, wo das Schiff fährt bei den Dreharbeiten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich weg war, aber es waren doch 3 Jahre. Hier in der Altstadt sind keine Autos erlaubt. Das heißt, das Team muss das ganze Equipment mühsam von A nach B transportieren. Seit 2005 ist die Altstadt UNESCO-Weltkulturerbe. Wir sind hier im alten portugiesischen Viertel. Das finde ich zum Beispiel schön, weil es so eine Mischung hat von Asiatischem. Und dann teilweise hat man das Gefühl, dass man alten spanischen Straße und so. Das finde ich schön. In der Fußgängerzone ist es noch voller als eben auf der Treppe. Wenn es besonders wuselig ist, heißt es go with the flow. Oh, ich finde, es läuft völlig geschmeidig. Also die normalen Fußgänger hier und so sind sehr interessiert. Freuen sich, wenn man mal ein Foto mit ihnen macht. Und ich finde es sehr unanstrengend. Also habe ich schon wesentlich aufwendiger erlebt mit Absperrung und allem. Das läuft ja so direkt nebenbei. Man fädelt sich so ein in den Alltag. Das Filmteam arbeitet mit Einheimischen als Komparsen. So kann man beeinflussen, wie die vermeintlichen Passanten durchs Bild laufen. Die Anweisungen werden von einer Dolmetscherin übersetzt. Doch manchmal scheint die Übersetzung nicht ganz so gut zu klappen. Sie müssen rübergehen. Back to one, please. Sie müssen alle kreuzen. Sie dürfen nicht da am Rand gehen. Und da drüben sind auch welche. Die Probleme sind ganz einfach. Ich kann weder Mandarin noch Chinesisch. Also ich kann denen erzählen, was ich will. Keiner reagiert. Aber mein Gott, die machen, was sie wollen. Verstehen uns hier nicht, wir verstehen sie nicht. Wir haben zwar Dolmetscher dabei, aber wir sagen denen was, wir wissen aber nicht, was sie übersetzen. Für die nächste Szene bastelt sich die Filmcrew einen Taxistand. Das Team hat diese Stelle ausgewählt, um die eindrucksvolle Skyline zu zeigen. Leider liegt die Stelle an einer vielbefahrenen Straße. Auf- und Abbau der Kamera auf der anderen Straßenseite ginge schnell, wenn nur die Straße nicht wäre. Polizisten aus Macau sichern das Set. Wir besprechen vorher alles. Die einzige Sache ist immer, dass mit den Polizisten, mit denen wir besprechen, die sind dann nicht da. Am nächsten Tag kommen neue und dann fangen wir wieder bei Null an. Also es ist wirklich faszinierend.
In der Szene will Oskar Schifferle Beatrice mit einem Taxi verfolgen. Doch die chinesischen Autos scheinen ihre Tücken zu haben. Der Fahrer kann die Tür von innen automatisch öffnen und ich habe sie gerade intensiv in den Schritt bekommen. Was für die Szene nichts bringt, aber persönlich das Wohlgefühl verbessert. Achtung und Tor. Letztes Aufstylen für die Verfolgungsjagd. Nein, die Kamera. Klar. Und bitte. Hier, hinter dem Wagen her. Aus. Harald Schmidt ist zum ersten Mal in Macau und von der Stadt begeistert. Also ich finde es toll, dass es eine sehr, sehr künstliche Welt ist und man sich aber total dazu bekennt. Es ist für Menschen, die schon mal in Las Vegas waren, damit am ehesten vergleichbar, aber noch größer. Und ich finde diese Kombination aus totalem Bekenntnis zum Kapitalismus mit Vollgas und Asien, das heißt in dem Fall China, großartig. Also mir gefällt es fantastisch. Am nächsten Tag dreht das Team in einem der größten Hotels in Macau. Der Pool ist imposanter Hintergrund für die Szene. Kapitän Viktor Burger geht einem Verdacht nach und befragt dazu eine Passagierin. Sascha Hehn war übrigens schon einmal in Macau. Ich war vor 38 Jahren schon mal hier. Vorne weggenommen. Als junger Mensch, durch Zufall auf einer Rückreise, weil ich war in Australien über ein Jahr und bin dann auf dem Heimweg, sage ich, das muss ich mitnehmen, weil das ist irgendwie ganz interessant. Da gibt es nämlich ein Casino. So, das war eins. Ich glaube, 3 oder 4 Stockwerke. Das ist heute so ein antiquarischer Bau, der geschützt wird, weil das wahrscheinlich das erste war. Hier, das, was es jetzt ist, das ist so das, ja, das Las Vegas Asiens. Aber bitte, die Spaß haben und die Chinesen, die haben Spaß am Zocken. Schwer umzustimmen, dann sollen sie es eben genießen und dann auf die Art und Weise. Für uns, wenn wir hierher kommen, ist es, ja, verrückt. Klar, dass auch dieser verrückte Teil Macaos in der Folge gezeigt werden muss. Das Team hat einen Dreh im Galaxy Casino. Mit über 550.000 Quadratmetern das größte Casino der Stadt. Hier gibt es allein 600 Spieltische und 1.200 Spielautomaten. Hier darf das Team nur in einer kleinen Ecke drehen. Es gibt strenge Regeln. Wenn wir uns hier hinten aufhalten, können wir alles machen, was wir wollen. Aber nur, dass wir auf keinen Fall irgendeinen Spieler, der an so einem Automat ist, zeigen. Damit nicht zu viele Zocker gestört werden, ist Drehbeginn um 1 Uhr, nachts. Bis zum frühen Morgen wird hier durchgearbeitet. Ein Kraftakt für Team und Schauspieler. Ich war so ein bisschen K.O. Wir haben heute einen Nachtdreh, kam hier rein und auf einmal war ich so hellwach. Ich glaube, die pumpen hier irgendwie Sauerstoff rein und dann habe ich so einen Tee getrunken, den man hier kriegt. Und auf einmal dachte ich so, jetzt fallen mir gleich die Augen raus. Also die tun hier viel, dass man auch die Nacht durchzockt. Die Lobby des Galaxy Hotels ist der nächste Drehort. Und als wäre die riesige Halle nicht schon imposant genug. Wir lassen nichts aus. Wir lassen nichts aus. Ja, es geht noch mehr. Aus dem Brunnen steigt ein riesiger Diamant. Normalerweise gibt es diese Show nachts nicht. Sie wurde extra für die Dreharbeiten eingeschaltet. Natürlich wird so etwas vorab geregelt. Die Organisation der Drehs dauert immer viele Monate, oftmals schon ein Jahr im Voraus. Ein Casino und eine Hotellobby eine Nacht lang belagern zu dürfen, nicht ganz einfach. Action! Jeder, der hier drin war, jeder Komparse, jedes Teammitglied musste mit Reisepass und Reisepasskopie angemeldet werden. Und jedes kleines Equipmentteil musste ebenfalls angemeldet werden. Also es war nicht so ganz einfach. Man braucht dann von der Regierung richtig die Genehmigung, um auf dem Casino-Floor drehen zu dürfen. Und wir haben sie zum Glück bekommen, aber ich glaube, das hat insgesamt, weiß ich nicht, gefühlt 150 E-Mails und 60 Treffen oder so gedauert. Also das hatte es in sich, aber es hat sich gelohnt. Zurück an Bord auf der MS Amadea. Hier wird nicht nur Traumschiff, sondern auch Kreuzfahrt ins Glück gedreht. Seit 10 Jahren gibt es diesen Ableger der Traumschiff-Serie und es dreht sich alles um Hochzeiten an Bord.
Die Stammbesetzung ist die gleiche wie beim Traumschiff. Dazu gibt es einen Wedding Planner. Markus Grüsser spielt Hochzeitsplaner Stefan Herbst. Ich kümmere mich um die Paare, was jeweils zwei sind pro Folge. Also zwei Hochzeitspaare werden vermählt und ich versuche das zu organisieren. Ich bin nur froh, dass es eine Rolle ist, weil im wahren Leben, glaube ich, wäre Chaos angesagt. Ein bisschen Chaos gibt es auch heute. Die Hochzeit ist das Highlight jeder Folge. Natürlich wird die groß inszeniert. Fast alle Mann vom Team sind bei diesem Dreh vereint. Deck 7, 8 und 9 werden bespielt. Fast 100 Passagiere sind bei der Szene als Komparsen dabei. So, guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir heiraten heute, wie Sie gemerkt haben. Bitte merken Sie sich netterweise jetzt alle Ihre Position und kehren, wenn wir sagen, so, wir drehen wieder zu der Position zurück. Ja? Für alle Abteilungen ist an diesem Drehtag Hochbetrieb. Zum Beispiel für die Maske oder die Requisite. Um der Hochzeit einen feierlichen Look zu geben, wurde das gesamte Deck dekoriert, eine ganze Nacht lang. Das Team hat allein 500 Meter Band um die Reling gewickelt, 120 Blumengirlanden aufgehängt und fast 2000 Rosen verbastelt. Alles, was wir an Bord mitgenommen haben, wird hier geliefert und aufgefahren. Jeder einzelne Gast, der irgendwie Zeit hat, hier mitzumachen, stellt sich oben an die Reling. Ein wunderschönes Bild. Wir haben sogar ins Universum ein paar Wünsche geschickt. Und schaut euch das Wetter an. Traumhaft, so wie es bei einer traumhaften Hochzeit sein muss. Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Die beiden Bräute werden gespielt von Rados Bokel und Maya Bothe. Und die sind heute komplett im Prinzessinnenmodus. Bei der ganzen Romantik bekommt man doch irgendwie Lust aufs Heiraten, oder? Ich habe auch schon gefragt, ob ich das Kleid abkaufen kann für meine eigene Hochzeit, weil ich es so wunderschön finde. Ich habe eigentlich nie daran gedacht, ob ich jetzt bald heirate, aber jetzt möchte ich irgendwie. Ich habe zwar keinen Partner, aber ich freue mich riesig drüber. Also die Garderobe hat einen super Job gemacht. Ich kriege die ganze Zeit Komplimente und ich muss die ganze Zeit Fotos machen. Ja, ich fühle mich ganz toll. Oliver Boots spielt einen Bräutigam. Und gute Nachricht, der Schwiegermuttertraum schlechthin ist noch zu haben. Ich bin noch nicht verheiratet, daher kann ich herrlich proben. Das ist für mich dann sehr schön daran. Und fühlt sich die Probe gut an, oder? Oh ja, ja, oh ja, oh ja. Ich bin vorbereitet. Jetzt muss nur noch die Frau daherkommen. Bei den Szenen rund um die Hochzeit sind alle Schauspieler am Start. Ein bisschen Chaos gibt es da schon. Wo hast du deine Braut gelassen? Ja, verloren. Geht das schon los? Vor der Ehe? Und auch der ein oder andere Schauspieler scheint verwirrt. Ja, seid ihr bereit? Ich hatte diese Fahrt gebucht und bin ein bisschen sauer, ehrlich gesagt, weil ich bin genötigt worden, hier mitzuspielen. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Und dann ist die Produktion auf mich zugekommen, hat gemeint, du hast ein tolles Gesicht, da willst du nicht mitmachen. So, und jetzt sitze ich hier und spiele einen Trauzeugen. Zum Abschluss des Drehs darf diese Aktion nicht fehlen. Allerhöchste Konzentration. Der Brautstrauß wird geworfen. Drei, push. Heute fängt Michael von Bremen, die eine Trauzeugin spielt. Doch Fangmeisterin ist und bleibt Beatrice. Zig Sträuße hat sie gefangen. Doch die große Romanze für die Chefhostess bleibt weiterhin aus. Nun, nicht mehr, weil ich gesagt habe, es wird langsam albern, dass die Olle nur immer den Brautstrauß fängt und kein noch lebender alter Schauspieler wird reanimiert, um dann mal die Folgen zu übernehmen. Allerdings scheint sich in der kommenden Traumschiff-Folge für unsere Brautstraußfängerin in Sachen Liebe etwas anzubahnen. Vielleicht wird mehr daraus, als ich überhaupt wollte. Liebe. Liebe? Ja. Die ganz große Liebe. Ob Beatrice diese große Liebe finden wird, das und ganz viel traumhafte Landschaften sehen Sie in der neuen Folge Traumschiff im ZDF. Dann steuert die MS Amadea die Cookinseln in der Südsee an. Am 1. Januar um 20:15 Uhr.